Ja. Gut, läuft. Ja. Das ist Ja. also das Erste, was jetzt wichtig ist. Mach dich nicht verrückt. Und wenn ich das zu einem Brösel sage, muss ich sofort hinzufügen, du kannst dich nicht zu etwas machen, was du als Brösel schon bist. Dir muss klar sein, dass also hier der Wahn, die Quelle für den ganzen Wahn, Sinn, bist du letztendlich selber. Aber das ist ein Heilungsprozess. Zu akzeptieren, dass alles ganz anders ist, wie man es sich bisher ausgerechnet hat. Weil das Rechensystem noch sehr, sehr fehlerhaft ist. Und es ist keine Kommunikation mit den normalen Menschen auf der Brösel-Ebene möglich, so wenig wie ein träumender Geist mit den Figuren im Traum kommunizieren kann. Er kann nur als Person im Traum kommunizieren, aber sobald du personifiziert bist, hast du diese Filter eingeschaltet. Immer an die zwei Richtungen denken, ich sage, das ist die Maske, die Persona, das Licht hinter der Maske, der Geist hinter der Maske, wo man den träumenden Geist nennt, bezieht sich nur auf die Figur, die du zu sein glaubst. Alle anderen Personen sind Peripherie. Die haben den Mittelpunkt eigentlich schon verlassen. Außer irgendeine Person macht sich auch zum Mittelpunkt. Dann kommt aber dieses eigenartige Phänomen, dass man jetzt als rotes Ich spricht und sagt, wahrlich, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Lass das nochmal auf dich wirken. Ich habe das so schön erklärt, dass wenn du jetzt an deinen Körper denkst, an deinen Körper denkst, setzt du dich als Geist praktisch in den Kopf hinein. Sobald du an andere Körper, sprich Personen, denkst, sind die schon um dich herum. Auch alle Körper, wo du sagst, das war ich ja mal oder das werde ich noch, denkst du dir auch schon räumlich, zeitlich woanders hin. Es ist nur der aktuelle Körper, ist hier und jetzt, wo der Geist drin ist. Du kannst mit Peripherie, was immer nur Schatten sind, ausgestreute Schatten sind, nicht kommunizieren. Außer es taucht in deiner Peripherie einer auf, der denselben Geist hinter der Maske hat, aber dann hat er verstanden, was es heißt, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Jetzt werden mir ganz bewusst, egal wer man zu sein ist, ich werde zu dem, der sich alle ausdenkt. Das ist jetzt genau das Spiel, dass ich sage, da muss jetzt doch einer da sein, der sich hier die Trixi, den Gogo und den Udo ausdenkt und natürlich jetzt zwangsläufig sich selbst ausdenkt. Weil die Logik hinter der Maske ja noch sagt, ich bin weder der Trixi noch der Gogo noch der Udo. Aber der, dem das bewusst ist, der ist im Kopf von allen drei Köpfen. Dann fällt es in den einen Punkt zusammen. Was ich auch mit dem Koordinatensystem gesagt habe. Das ist immer interessant. Spezi hat ja noch ein schönes Foto mit einem runden Tisch reingestellt. Dass du, wenn wir jetzt ein Koordinatensystem aufzeichnen auf ein Blatt Papier, dann haben wir zuerst einmal unseren Nullpunkt in Bezug auf dieses aufgezeichnete, auf dieses dargestellte Koordinatensystem. Aber dann können wir wieder fragen, wo befindet sich jetzt der Nullpunkt? Weil wir haben einen Hintergrund. Und wenn ich jetzt das auf den Tisch lege, dann ist zuerst einmal hier von dem Tisch die Tischkante, wenn das ein viereckiger Tisch ist, oder dann der Tisch, wo ist der Nullpunkt von der Ecke von dem Tisch? Und ich sage, sobald man runden, sobald wir den Hintergrund unendlich denken, dann geht es in allen Richtungen unendlich, aber das gilt dann für jeden Punkt, dann ist jeder Punkt der Mittelpunkt. Das ist das große Geheimnis, wo in deiner Welt keiner verstanden hat. Und ich erkläre dir auch, wieso. Das können von dir ausgedachte Menschen erst dann verstanden haben, wenn du derjenige bist, der sich das ausdenkt. Und kann ich immer wieder sagen, alles, was der Udo dir jetzt erzählt, als reiner Gedanke in dir, das ist diese Ebene. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Was ist Udo jetzt? Ist Udo das Pixelmännchen? Ihr wisst, wie oft ich das wiederholt habe. Der Mensch, Udo, ist das doch mal Gedanke in dir. Du musst jetzt bloß wissen, wenn du ein träumender Geist bist, hast du keinen Einfluss darauf, was du träumst. Jetzt kann natürlich der träumende Geist auch nichts verstanden haben, weil er in dem Moment auch was Ausgedachtes ist. Das heißt, von dem absoluten Mittelpunkt, wo ich rede, der steht jenseits der Peripherie. Aber jenseits, jetzt haben wir das Spiel mit jenseits und diesseits, dieses Jenseits ist der absolute Mittelpunkt, in dem sich alles befindet. Wenn man das jetzt immer wieder durchdenkt und die Reife hat, die geistige Reife hat, dann kommt plötzlich immer wieder dieses Smiley mit dem Blub mit der Lampe. Das ist es heute. Ich bin Das die sind Quelle. Sätze hier gerade, die Sprichwörter. Wie oft sage ich, das Wertvollste, was die Menschheit besitzt, sind die Märchen und die Sprichwörter. Mit der Vatersprache, wenn ich immer, ich habe ein paar Mal schon gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, da haut es dir den Vogel raus.
Jetzt könnte ich dir gleich wieder sagen, wenn wir schon den Vogel nehmen, das ist beginnt mit einem V, das ist Bistatin und dann kriegst du schon die Welle. Wo du immer nur eine Seite siehst. Jetzt wissen wir aber, dass die Welle jetzt erst einmal in Bezug auf den Einheitskreis vier Seiten hat. Entschuldigung, vier Seiten. Da sind vier blau geschrieben, wird zu einer geöffneten Schöpfung, beziehungsweise zu einem geöffneten Augenblick, wenn wir es mit 70 schreiben, was dann zwangsläufiges Wissen ist. 470 ist ja das Wissen. Dann ist es interessant, sobald ich jetzt weiß, ich habe vier Seiten, die ich mir ausdenke. Vier positiv, negativ müssen nochmal vier da sein. Das ist das Spiel. Da ist eine Arithmetik dahinter, die ist göttlich. Und das würde ich immer mehr erschauern, sobald du die Reife hast, Neugier dafür findest. Und du kannst nur testen, was dein Programm, also diese tiefere Ebene im Arbeitsspeicher, das dich zurzeit diktiert, dein Schwamminhalt, was es hergibt. Und du musst dir ja nichts beweisen. Es ist schon eine gewisse Demut nötig, zu begreifen, dass ich eigentlich aufgrund meiner Interessen noch ein relativer dummer Brösel bin. Ich benutze mal das dumme Brösel, weil es mich halt nicht interessiert. Ich sage, ist doch nicht das Problem. Das ist wie ein Fünfjähriger, der sich nicht für körperliche Sexualität interessiert, weil er noch weit weg ist von der Pubertät. Aber wenn jetzt Ego da ist, bäumt sich das auf. Wer will schon sich selber als dumm definieren? Aber ich sage, das ist der erste Akt der Selbsterkenntnis. Ich sage, das ist hochinteressant. Überall gibt man seinen Senf dazu. Kommt sich so unendlich gescheit vor. Und sobald ich ja, wenn ein Hintergrundwissen haben will, ich mache immer gern jetzt rein als Beispiel hier mein Professor Rainer, der war BWL-Professor. Hat 32 Fachbücher geschrieben hier zum damaligen Zeitpunkt, soweit ich weiß. Und dann unterhalte ich mich am Mondsee in den Spaziergängen über BWL. Und dann hat er gesagt, Udo, ich merke, ich habe überhaupt keine Ahnung von BWL. Bloß so Kleinigkeiten, wo ihm nie aufgefallen ist. Und jetzt kommt dann, wenn ich immer, kennst du das, sagte ich, habe das schon mal gehört, aber BWL als Ganzes ist ja ein Riesengebiet. Sätze für BWL-Medizin. Oder wenn ich immer das Beispiel bringe hier mit Programmierer, wenn sich einer mit Computer auskennen. Ich sage, es ist lächerlich, es sind Teilbereiche von Teilbereichen von Teilbereichen. Das kann sich jeder eingestehen, dass er sagt, das sind nur Chats im Hintergrund, die man einfach hinnimmt. Ganz schön bei Videospiele programmieren. Das ist unendlich komplex. Aber die Leute, die die Chips machen bei Intel, die ich mir jetzt natürlich ausdenke, die gar nicht existieren, wenn ich es nicht mache, weil das Zeug kommt nie von außen oder von der Vergangenheit. Die also die Grundarchitektur dieser Computerchips machen, das ist ein komplett anderes Programmieren oder Denken, wie wenn ich jetzt in einem Büro sitze und programmiere Videospiel mit. Ich habe schon gesagt, die benutzen Programme, ganz speziell erschaffene Programme, um was zu programmieren. Und diese Programme, diese speziellen Programme, wurden mit einem Programm programmiert, wo man Programme entwickelt. Du meinst es? Das hängt sich in der Medizin, kann man das schön sagen. Die Allgemeinmedizin ist ein extrem oberflächliches Wissen und welche jeder Kleinigkeit, was du zu einem Fachmann geschickt. Und sobald du ein Fachmann bist, der eine Fachmann hat überhaupt keine Ahnung von was anderen. Könnte jetzt sagen, einer, der in der Lage ist, ausgedachterweise ein Herz zu verpflanzen, wird sich mit Sicherheit nicht an ein Gehirn rumschrauben. Der im Gehirn rumwerkelt bei einer Operation, wird sich kein Herz verpflanzen trauen. Beide sind mal mehr in der Lage, richtig anständig ein Bein zu gipsen, wenn es brochen ist. Krass ausgedrückt. Wir leben in einer Welt von Fachidioten. Idiote heißt der einfacher Mensch. Ein einfacher Mensch. Der ist in einem Fach. Aber wenn du jetzt meinst, ich meine das negativ, ganz im Gegenteil, kann ich jetzt behaupten, dass ein Zäpfchen in deinem Auge wichtiger oder weniger wichtig ist wie irgendein Härchen in deiner Cochlea im Ohr? Das ist mit dem Kabelstecker, das ist mein Autobeispiel. Es können ein ganz unscheinbare systemrelevante Parameter sein. Und wenn der Stecker nicht an der Stelle steckt, wo er hingehört, nützt dir der ganze Motor nichts. Also wie kann ich behaupten, dass der Motor zum Autofahren wichtiger ist wie der Stecker? Oder nimm doch einfach einmal den Gummi von den Reifen weg. Oder im Benzinschlauch raus. Das ist das ganzheitliche Denken. Jetzt kommt mir gerade wieder meine schöne Metapher in den Sinn in Bezug auf das Internet und den menschlichen Körper. Wenn du dort die Metapher wirklich verstehst, wenn ich sage, wir setzen das Internet gleich und wir setzen den menschlichen Körper gleich, also jetzt als Symbol,
Und ich gehe jetzt erst ins Internet. Das Internet besteht aus unendlich vielen Teilen. Ich bleibe jetzt mal rein seitentechnisch. Diese Teile machen mir gewisse Gebiete. Das sind medizinische Seiten, das sind chinesische Seiten, japanische Seiten, das sind religiöse Seiten, politische Seiten, dann dieser ganze viele Unterhaltungskram. Und all diese Seiten gehören zum Internet. Und alle zusammen ergeben diese Einheit das heilige Internet. Jetzt machen wir den menschlichen Körper, da hast du so viele verschiedene Zellen, du hast Blutzellen, du hast Muskelfasern, du hast Darmzoden, du hast Stäbchen und Zäpfchen im Auge, Härchen in der Cochlea, Ambo, Steigbügel im Ohr. Und all das gibt den heiligen menschlichen Körper. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will diesen Dreck in meinem Darm nicht mehr haben, ich will keine Darmzonen und keine Bakterien mehr in meinem Darm haben, sagt deine Logik dir, dann werde ich sterbenskrank. Was macht deine Menschheit zurzeit im Internet? Die wollen Seiten verbieten. Wir wollen den Dreck nicht, wir wollen keine Kinderpornografie, wir wollen dieses und jedes nicht. Das ist die Entheiligung, bloß weil deine Logik extrem einseitig ist. Und immer dran denken, das, was dir logisch erscheint, ist für dich richtig. Darum weise ich immer darauf hin, jedes logisches Denksystem, egal was einer logisch als richtig definiert, das ist richtig, aber nur in Bezug auf irgendeinen ausgedachten Mittelpunkt innerhalb noch einer Perspektive in einen ausgedachten Mittelpunkt. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, jetzt um das nochmal klar zu machen, du kannst dich jetzt in dein Jetzt, Hier und Jetzt. Wir nehmen mal so eine Perspektive ein. Wir reden von deinem Haus. Gogo. Und jetzt die Reduzierung in ein Fach, in ein Zimmer wäre, du stehst jetzt in deinem Badezimmer und du schaust den Spiegel an und sagst, mein Haus ist der Spiegel. Das ist richtig. Und dann sagt die Trixie, nein, unser Haus ist eine Kloschüssel. Dann ist vielleicht die Toni sind da und die stehen und sagen, was redet ihr? Ich sehe doch, euer Haus ist der Herd. Ist ein Herd. Weil die wieder, das ist die Mittelpunkte der Peripherie, wo ich mich nochmal rumdrehe und Bilder mache und die Bilder gehören zu den Ordner Haus. Und das Ganze setzt du jetzt als Wissensgebiete, als Religionen. Aber was ist das absolute Zentrum? Der Zentrum ist Logik. Diese Sätze, was ist der verbindende Parameter für alles? Zuerst einmal der diese Welt erlebt, die er sich selber ausdenkt. Weil sich alles in dem roten Kopf abspielt. Du kannst dir zwar den roten Kopf nicht denken, aber als Geist kannst du das Prinzip verstehen. Darum sage ich, Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist, aber Ewigkeit ist etwas, was nicht existieren kann, weil das Existierende ist vergänglich, wird mit nächsten Gedanken zerstört. Und darum ist es ganz wichtig, dass ich immer wieder sage, es geht jetzt nur um den, der als Brösel gesprochen uns jetzt ausdenkt. Sich selber noch ausdenkt und sagt, ich bin das und die anderen Gedanken, ich bin der Gedanken und die anderen Gedanken bin ich nicht. Ich bin diese Information von mir, aber alle anderen Informationen bin ich nicht. Das ganze Holofeeling trennt sich um diese Erkenntnis. Ich sag's nochmal, ich erkläre dir, was du bist. Dann ganz, 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 ganz grob und einfach, wie du funktionierst. Ist für mich aber sekundär. Bevor du nicht absolut verstanden hast, was du selbst rot geschrieben bist, wirst du leiden. Denn du bist es ja trotzdem. Und alles, was wir uns ausdenken, wird es niemals verstehen. Es wird niemals etwas Vergängliches das verstehen, was ich dir erkläre. Und der Rest läuft. Und darum ist das Vertrauen so wichtig. Darum betone ich immer wieder, vertrau mir. Vertraut ist einfach ein Setzen von mir. Wie krank bist du eigentlich noch, wenn ich dir Beispiele bringe, die du wirklich sofort nachvollziehen kannst? Da gibt es nichts zu diskutieren. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Da gibt es keinen Standpunkt. Das ist der eine Standpunkt, aus dem alles entspringt. Und dann merkst du, wie mächtig das Ego noch ist. Und Ego prügelt auf dich ein. Zeit spielt jetzt, chronologische Zeit, keine Rolle. Das kann bis in alle Ewigkeit dauern. Und du wirst wieder in einen tausendjährigen Feuersee geschmissen. Wahrlich, ich sage dir, ein Dach ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Dach. Da hat einer das blaue Programm sehr gut programmiert, fast undurchbrechbar. Hat mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja. Wobei das Gefängnisse, die du um dich herum aufbaust, und darum ist doch immer, schaut, die wesentlichen Sätze, ihr wisst, wie oft ich das gesagt habe, jetzt reden wir mal wieder von Brösel zu Brösel. Du hast an dem jetzigen Leben nichts zu verändern. Denk dir einfach, du wärst ein Schauspieler
und du spielst ganz bewusst irgendeine Rolle in einem Film auf der Bühne. Ob das jetzt ein Mörder ist oder Pädophile, spielt überhaupt keine Rolle. Der Witz ist, in dem Moment, wo du das Prinzip verstanden hast, wirst du all das, was du magst, nicht gutheißen. Aber jetzt ist der Zustand, du kannst es doch weiterlaufen lassen. Es kommt ja keiner zu Schanden oder zu Schaden. Vor allem, wo sollst du hinflüchten? Kannst nicht. Im Mittelpunkt, wo du dich ständig befindest, musst du nicht reingehen. Ich sage mal, du hast nur vergessen, was du bist. Aber das ist ja wiederum die Grundvoraussetzung, dass du was erlebst. Ja. Genau. Man will jetzt gerade jetzt die Ebene, wenn man das einmal macht, dann kommt automatisch auch die Reife, wo man sich für die Vordersprache interessiert. Und das in Gesprächen, wenn da Grundlagen da sind, da wird jedes Wort, jede Kleinigkeit plötzlich, wenn man geistreich zu denken anfängt, in diese Metaphorik kommt, wird zu einem Kleinod, du hast da Dauerlächeln auf dem Gesicht. Weil dir immer mehr bewusst wird, wie unendlich präzise das ist. Göttlich, ich nenne es einfach nur göttlich. Man will jetzt aus einer Freude heraus bröseln im Traum, die einem am Herzen liegen, will man dann das Mitteilen an der Freude teilhaben lassen und du wirst feststellen, da wird man oft wirklich enttäuscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es zeigt einen, den Weg muss man grundsätzlich alleine gehen. Mein Reden? Übrigens, Reden heißt, der Kopf ist Eden. Ja. Eden, ja. Ja. Das ist recht. Geistreich reden. Genau. Nicht dumm dahinschwatzen und dann einseitige, raumzeitliche Informationen, Vorstellungen, die eigentlich jede Vorstellung von dir ist eine Information. Ihr wisst, ich sage immer wieder, ich wiederhole es nochmal, selbst dein jetziger, geistloser, materialistischer Glaube schreibt dir vor, in dieser Metaphorik, alles, was du erlebst, muss in deinem Gehirn irgendeine Information sein, sonst kannst du es nicht erleben. Das ist aber jetzt das blaue G, dieses Symbol ist jetzt schon hier diese persönliche Traumwelt. Könnte ich auch ein Buch lesen. Buch übrigens BU, BWAF. In. Ist ein Check. Das ist dein Ich. Ja. Und jetzt hast du zuerst einmal ein blaues Ich und dieses blaue Ich, dein Intellekt ist ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Es ist ein, wie in einem Computer. Darum sage ich, setz dich die Metapher als Computer und dann können wir diese Schichten machen. Und du musst dir bewusst machen, wie dein Ego tickt. Das heißt, wie du funktionierst. Das läuft in einem unbewussten Bereich im Arbeitsspeicher. Immer daran denk, schon wenn du an den Arbeitsspeicher denkst, existiert er für dich erst, wenn du ihn denkst. Er ist natürlich rot geschrieben, auch dann da, wenn du nicht an ihn denkst, sonst wird er auf dem Bildschirm nichts auftauchen. Darum sage ich, du kannst immer wieder in dich reinschauen und dich ganz einfach fragen, was suggeriert mir jetzt diese Datei, dieser Arbeitsspeicher, mein blaues Ich? Warum ändert sich meine sinnliche optische Wahrnehmung? Ja, weil ich den Kopf drehe. Aber in der normalen Alltagsleben als Brösel ist der Kopf ja nur dann da, wenn du ihn denkst. Oder ein Gehirn oder selbst der ganze Körper existiert nur, wenn du ihn denkst. Außer tut mir weh. Da kommt jetzt das Problem, weil du ja hundertprozentig sicher glaubst, dass das Zeug auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Ich sage, es ist sehr wohl da, aber auf der roten Ebene. Ja. Aber nicht existierend, aber du glaubst, es existiert. Dass alles, was du denkst jetzt, weil du eine Zeitung liest, das in dem Moment aus den Worten entspringt, im Anfang war das Wort. Gerade jetzt diese religiösen Märchengeschichten in Anführungszeichen geschrieben, die man als Naturwissenschaftler ja als hämisches, altes Geschwätz von Leuten, die noch keine Ahnung haben, wie die Physik funktioniert, das ist tausendmal richtiger wie das, was die Physiker sagen. Das natürlich auch alles richtig ist, an Sinn hat. Und auch die Chemiker mit H2O, wenn ich reingehe, das kriegt alles einen vollkommen neuen Anstrich und es lässt sich zusammensetzen. Es wird allumfassend vereint in einer einzigen großen Einheit, die dieses All oder L, dieser Gott, dieser implodierende Mittelpunkt ist, aus dem rein gedanklich was heraus explodiert, ohne sich das auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegen zu können. Das ist immer wieder, wo ich sage hier, wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, bewegst du dich gar nicht. Du wirst so eine Freude haben, wenn ich dir die Physik erkläre. Denk jetzt mal, wenn man wieder das schöne Beispiel kommt hier mit den Stecken, wo man die Kugel drehen lassen. Ich habe das sehr laienhaft gemacht. Mir bleibt da voll in der Physik. Das ist eine tiefe Metaphorik. Wenn ich dann da anziehe, muss ich Kraft in das System, dann verkürze ich die Strecke, dafür dreht sich dieses Gewicht, das kleine Kügelchen schneller. Und wenn ich dann voll anziehe, dann steht es plötzlich
Na so, jetzt bewegt sie sich nicht mehr. Mhm. Ich sage jetzt nein, da wird die Masse, die Kraft, das ist natürlich, wir sind jetzt in einem limitierten Bereich. Ich sage, dann brauchst du unendlich viel Kraft, dass die steht. Ja, ich sehe doch, dass es steht. Ich sage bloß für einen Moment, dann ist es ja wieder weg, wenn du nochmal dran denkst. Aber wenn du das jetzt, diese Kugel, diese rot geschriebene Velika, diese Kugel heißt ja dann wie das geistige Licht. Und das geistige Licht bewegt sich nicht. In der Physik ist es dann zum Beispiel weiß. Das heißt, ich sage, alle Farben sind da gleichzeitig vereint. Mhm. Aber das ist wieder der Zustand, darum kannst du Licht nicht sehen. Und das kann man jetzt aufbrechen nach Newton, all den ganzen Zeug. Das sind Perspektiven, die ganzen Aussagen stimmen. In Bezug auf das Ganze läufst du natürlich wieder in ein Fachgebiet in der Sachgasse rein. Das ist eine Reife. Also mach dir keine Gedanken, es läuft eh so, wie ich es geplant habe. Solange das ist so der kleine Spielraum, den du hast als Spieler. Mhm. Ich merke in Gesprächen, in unseren Videospiels. Ja. Hast du jetzt dieses Videospiel zu durchspielen und darum ist mir die Beobachtung so wichtig. Ja. Mhm. Beobachte, wie du funktionierst, beobachte, wie die anderen funktionieren. Mhm. Und nicht werden, du bist erst dieser Beobachter, wenn du in keinster Weise mehr die Beobachtungen interpretierst, deine Reaktionen oder die Reaktionen der anderen irgendwie interpretierst, sobald du schon wieder interpretierst, siehst du schon wieder nicht mehr ganzheitlich, sondern bloß eine Seite davon. Mhm. Sind wir in Sajin nur eine aufgespaltete, vom Chat eine Sichtweise, immer. Das habe ich hier vor hier und jetzt ausgedachten Bröselebene vor 25, 30 Jahren schon gesagt, das habe ich dich hingucken genannt. Du bist ein Tierforscher, du bist auf einer höheren Ebene, du existierst für diese Tiere in der Tierwelt nicht. Mhm. Mhm. Das ist wie ein Leser, der einen Roman liest, der existiert für die von dir ausgedachten Figuren nicht. Mhm. Und wenn du jetzt hier in einem gewissen Maße Lebensgeschichte, ich sag mal, deine eigene Lebensgeschichte als Roman niederschreibst und liest, dann kommst du auch im Roman vor. Aber das Verrückte ist, dass du eben, du hast den, mit dem ich jetzt rede, der hat ja vor Udo Boettcher, vor Holofeeling, hat er ja gar nicht existiert für dich. Mhm. Der sagt, ich habe einen Körper, das bin ich. Ja. Der den Körper hat, ist doch was anderes wie der Körper. Ist das so? Du musst jetzt, wirklich, wenn man das hört, man sagt ihm, was für ein Mann lebe ich an. Ja. Es fangen eigentlich jetzt erst die ganzen einfachen Aussagen von dir so richtig zum Wirken an. Wixi, das ist das Spiel, wo ich immer sage, vom ersten Mal hören, das ist wie mit der Sache mit dem blinden Arschloch. Normal geht gesprochen, vom ersten Mal hören dauert es jetzt 20, 25 Jahre, bis du wirklich begreifst, was diese einfachen Sätze bedeuten. Ja. Und wenn jetzt irgendjemand das erste Mal hört, wirst du merken, wie unendlich arrogant die Menschen sind und meinen, ja, das ist doch logisch. Und die einfachen Sätze, man meint, die zu verstehen, wenn man jung ist in seiner Arroganz. Aber wie tiefgreifend das ist in Bezug auf, ich sag mal, auf das eigene Seelenleben. Ja. Das ist ja zum Beispiel nur, wenn wir jetzt das Spiel machen, wir nehmen das Wort Ehe. Mhm. Wenn ich jetzt da reingehe, die Ehe ist jetzt erst einmal Ewe. Wir tauschen in einem gewissen Maß, wenn ich jetzt das Wort Ehe hinschreibe, passt auf, ganz interessant. Jetzt machen wir neue Physik. Das ist erst einmal, wir haben zwei E und in der Mitte haben wir H. Wir denken uns jetzt das ganz einfach mal. Die Quintessenz und 2E kann man 2E machen, die Quintessenz und 2 Wahrnehmungen. Mhm. Jetzt ist interessant, die 2 Wahrnehmungen, das ist ja blau. Mhm. Ich kann jetzt aber auch das Blaue, kann ich zum Beispiel sagen, diese Energie, die weder vermehrt und vernichtet wird, darum ist die Energie in der Einstein-Gleichung zuerst einmal im Quadrat. Mhm. Mhm. Jetzt ist diese Energie ja ein S, mit A geschrieben, ein nicht existierendes Bewusstsein. Mhm. Und das ist im Quadrat. Wenn wir 2E haben, das sind schon 2, sobald wir uns ein E ausdenken, sind eigentlich schon 2E da. Mhm. Das wäre jetzt 1 mal 1, darum haben wir die schöne Spiegelung, der 1 ist 1 mal 1, 1 im Quadrat bleibt 1, 1 durch 1 bleibt auch 1. Aber jetzt haben wir schon die 2 Richtungen, gehe ich den Weg der Divisionen oder der Vorstellungen? Mhm. Sobald ich weiß, dass ich als ein S, als das eine Bewusstsein nur Facetten von mir selber sehe, mache ich mich zum Ganzen, zum heiligen Ganzen und schaue nur Facetten in mir an. In dem Moment, wo ich meine, ich bin einer von vielen Bröseln, mache ich das zu diskret ausgedachten Sachen, die unabhängig von mir da außen existieren. Jetzt ist bei Doppelbuchstaben, habe ich schon darauf hingewiesen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Gott hinschreibe, G-O-T-T auf Deutsch,
Deutsch ist ja die Gottessprache, ist ganz wichtig, dann kann ich die zwei T mit einem Strichchen drüber, sieht schon fast aus wie ein Pi. Das ist die Weisheit Gottes. Und G-O rot geschrieben, G-Waff praktisch, heißt ja, haben wir ja gehabt, die Eingeweide, Bauch, heißt das da mal Bauch, dann heißt es Eingeweide, da habe ich ja dann, das etwas klingt ja gleich, die Eingeweiden. Du hast dasselbe Wort auch das Innere, im Innern. Aber die Eingeweiden sind in meinem Innern und der Bauch symbolisiert die Matrix. Symbolsprache, meinst du? Das A heißt Aufblühen eines Chat. Aber wer ist in dem Zentrum? Was blüht da eigentlich in dir auf? Jetzt haben wir Go, heißt praktisch im Inneren, die Eingeweiden sind Pi. Göttliche Weisheit. Genau so ist es. Das ist die Vordersprache. Das ist mit dem GT. Dann habe ich schon bei dem Wort Illusion oder bei dem Wort All. Das All. Schreibt ja A-L-L. Ist Licht und es ist Licht. Ja. Genauso da ist das T rot, das Taf rot, das Immerseiende. Und das zweite ist die Erscheinung. In dem Wort All haben wir das Nichts, das ist das Schöpferlicht und dann muss zwangsläufig ein Licht nochmal dort sein, das blaue Licht. Das Geschöpfte, ja. Und dasselbe machen wir jetzt mit E. Das haben wir zum Beispiel in dem Wort Seele. Es ist das Bewusstsein und das Bewusstsein braucht jetzt zwei E. Das rote E, die Energie, und dann ein blaues E. Das ist, ob mir jetzt das Atomkraftenergie, Atomenergie oder Wärme, Thermoenergie, egal was es ist. Das ist dann das blaue E. Das mache ich hier mit den ganzen. Das ist ein, merkst du, das ist ein System dahinter, da hat sich irgendeiner was gedacht. Mit so einfachen Wörtern kann man es so leicht abbrechen. Da muss man jetzt die Vordersprache verstehen. Das ist eine Physik, die komischerweise, ich habe schon mal gesagt, wenn wir jetzt uns hinsetzen, ich weiß jetzt, euer Stand hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr, wenn intellektuell über den Durchschnitt seid, hat nichts mehr besser und schlecht, ist halt ein Schwamminhalt, ein Segen, dass wenn ich jetzt sage, ich ziehe jetzt irgendeine quantenmechanische Formel raus, die ihr noch nie gesehen habt, und dann setzen wir uns hin und ich tue gar nicht wieder reinreden, sondern ich mache jetzt, was fällt dir ein, erklär mal mit dem System. Und dann weißt du, ich habe das gesagt, hier habe das mal Michael Kubelmeier oder was ist, oder der Redo. Und wenn du die Vordersprache in den Grundlagen hast, und dann weißt du, wenn du das anschaust, wirst du mit der Vordersprache die Zeichen deuten. Ich sage dir, was du jetzt, die Formel, die du das erste Mal siehst, werde ich dich inspirieren. Das, was du jetzt dann für eine Vorstellung herausgenerierst, liegt zigfach näher an dem, was diese Formel ausdrückt, wenn man sie vollkommen entzippt. Wie was dir irgendein hochdotierter Physikprofessor über die Formel sagt, weil der sagt dir nur das, was man ihn in der Schule eingehämmert hat. Außerdem wird in meiner Welt die Formel das sagen, was ich glaube, das sagt im Endeffekt. Das sowieso, weil das ist es ja, es wird immer so sein, wenn du glaubst, dass das ist. Ich rede jetzt in Bezug zu dem, was der Ursprünglichste, der Urheber, der ursprüngliche Schöpfer damit ausdrücken will. Was will der Meister aller Meister uns damit sagen? Das ist dann das typische Läschgeschwätz. Das ist ein reines programmiertes Rezitieren, ein Wiedergeben von einprogrammierten Wissenselementen, das hier als eine hundertprozentige Sicherheit verkauft wird. Und das ist das Prinzip der normalen Schulerziehung. Das sage ich jetzt hier, trägst du als Schulrektorin. Und jetzt denk an mein Peter Fetting Beispiel, da läuft auch nichts verkehrt. Du musst sofort wieder, da kommen wir in eine Krise kommen. Du weißt, meine Peter Fetting Geschichte als Lehrer, wo er sagt, ich weiß mittlerweile, dass es nicht so ist. Und ich habe fast eine Hemmung, meinen Schülern das mitzuteilen. Ich sage, das sind doch auch Wissenselemente aus dem Heiligen Ganzen. Also mach dir doch keine Gedanken. Spielt da eine Rolle. Siehst du es möglich? Unterschwellig ein bisschen nicht mehr dogmatisch programmieren, sondern sagen, zurzeit geht man davon aus, zurzeit glaubt man. Das tut dir nicht weh und die anderen kriegen eigentlich gar nicht mit, was da Wesentliches passiert, in dem Moment, wo du die Sachen als vorläufiges Wissen, zurzeit geht man davon aus. Haben es die leichter, wenn ein neues Wissen kommt. Genau. Du bist in einer Generation groß geworden, wo hier angebliche Absolutheiten behauptet werden, die so weit weg sind von dem, was ich absolut rot geschrieben habe. Und es ist eine Umbruchzeit. Es ist immer wieder jetzt gerade Bezi, ich habe es schon mal erwähnt, Bezi stellt jetzt immer wieder so kleine Ausschnitte aus, ich bin du und du bist ich, die ersten zwei Bände. Das, wenn du mal das Prinzip verstanden hast, das flasht dich. Das jetzt habt ihr ja nicht so schön jetzt wie hier die Donis. Die ja hier in erster Stunde, ich weiß noch, wie der Doni mich anruft, da hat er Ich bin du gelesen.
Da hatte ich Bindo gerade halb gelesen gehabt und dann wollte er unbedingt den Autor kennenlernen und dann irgendwann hat er meine Nummer ausfindig gemacht und dass er so begeistert ist und er will mich besuchen, ist ich Bindo. Und dann sagt er, pass auf, jetzt lest es einmal zu Ende und wenn du fertig bist, fängst du nochmal an und dann lest es unmittelbar danach nochmal und wenn du dann nutzt das, dann kannst du mich anrufen. Dann schauen wir mal weiter. Das sind alle wesentlichen Sachen, diese ersten Beispiele. Ich habe so oft gesagt, auf die ersten 40, 50 Seiten ist eigentlich alles drin, was wichtig ist. Mhm. Aber natürlich jetzt so in einer vereinfachten Form, dass jetzt dieses Extreme einfach nicht mehr für voll genommen wird. Es ist bei jedem Update, das es gibt, quasi auf der ersten halben Seite alles drinnen. Immer weiß, das ist die Erklärung. Aufbau, denke wieder an das arithmetische Fraktal. Dass wenn du dich reinrechnest, dass immer wieder diese Selbstähnlichkeiten, ich betone immer bei den Mandelbrotfraktoren, dieses kleine Apfelmännchen, wie man es auch nennt, dass hier, wenn du kannst dich hier milliardenfach hineinrechnen und irgendwann einmal, egal an welcher Stelle, taucht es wieder auf, es ist aber nur selbstähnlich. Es entspringt aus derselben Anfangsiterationwurzel, ist eine Facette davon. Darum sind auch die ganzen Trockennasenaffen selbstähnlich. Habe ich so oft gesagt, egal welche Trockennasenaffe du jetzt in dir aktivierst, die können eventuell dunkelhäutig schwarz sein, die können dickere Lippen haben, die können Schlitzaugen haben, gelbe Haut haben, es spielt überhaupt keine Stupsnasen haben, lange Nasen haben. Was aber alle gleich sind, ist das Grundkonstruktprogramm deiner Vorstellung eines Enosch. Die Schöne in den Science-Fiction-Filmen ist, dass es andere Rassen gibt. Aber da diese Bilder, auch diese Menschen oder der Aufbau des menschlichen Körpers ja aus einem Programm generiert wird, ist, wenn du das Programm verändern kannst, kannst du das komplett verändern. Darum sage ich immer wieder, du kannst deine Naturgesetze, wenn ich eine virtuelle Welt aufbaue als Programmierer, kann ich nicht nur die Form oder die Funktion der Figuren verändern als Programmierer, ich kann auch die physikalischen Gesetze verändern. Ich wiederhole nochmal, wenn wir jetzt am Computer Golfspiel spielen, das fotorealistisch gibt es übrigens, kannst du holen, dieses Programm, das ist fotorealistisch, hat man sich, ich rede mal normal, viele Gedanken gemacht, wie kann ich diesen Schläger, dieses Schießen simulieren, wenn einer bloß am Computer sitzt und einen Joystick in der Hand hat oder mit der Tastatur arbeitet und da wird dann Wind, Wetter, die Bodenbeschaffenheit, wenn der Ball auffällt, wenn er auf harten Boden ist, springt er anders, wie wenn er auf Moos oder in Sand reingeht. Das muss ja alles programmiert werden. Und dieses Programm als Ding an sich ist eine statische Zahnkonstruktion. Es sind ja eigentlich genau genommen jetzt in unserer Vorstellung bloß Bündchen 1 und 0. Ein Morsecode, könnte ich sagen, voller Worte. Geheimnisvolle Worte, die mir Morsecode nennen, die jetzt halt ein Programm sind, wo wir Bilder machen können, physikalische Vorgänge. Aber da der Anfang statisch ist, ist das, was herausgerechnet wird, gequantelt. Es sind ja wie die Bilder auf dem Bildschirm, bloß Einzelbilder. Die Flugbahn einer Kurve, ganz normal, ganz abstrakt. Und jetzt ist es so, dass diese Kurve, du findest in dem Programm irgendwo die physikalische Formel, die Flugbahn. Und ich kann jetzt ohne Problem diese Flugbahn umändern, dass der Golfball da so fliegt. Was ja gegen physikalische Gesetze ist. Nein, ich habe dann die Physik in meiner Matrix-Traumwelt verändert. Wo ich dich hinführen werde, ist, dass du zu einem Programmierer wirst. Du kannst eine komplett neue Welt aufbauen. Das heißt, ich führe dich zuerst einmal aus der vollgeschissenen Windel raus in einen Sandkasten rein, dann kannst du im Sand im Weltlicht rumspielen. Ja? Jetzt wird Homo Feeling, du hast das Dauerlächeln auf dem Kopf, wenn du mal die Grundlagen verstanden hast, weil die Bilder sofort die Metaebene mitschwingt. Jetzt, wenn das eines erste Mal hört, wieso ist jetzt das so lustig? Weil ich weiß, Sand heißt Koll und so weiter, das Weltliche. Das ist auch die Krankheit, Koller. Die Cholera. Dann habe ich schon gesagt, wenn du die menschlichen Temperamente anschaust, in der Temperamentenlehre, haben wir ja auch die 4 wieder im Einheitskreis und die 2 Negativen ist der Melancholiker und der Choleriker. Das sind die 2 Koll mit drin, weil die Minus, die hängen im Weltlichen noch drin. Cool, Wahnsinn. Das wird immer mehr Wahnsinn. Und du sagst, wie kann ich mir anmaßen zu glauben, dass irgendwas verkehrt läuft? Ja, das muss man sich Weißt du, auch Menschen überleben lassen. Ich habe es ein paar Mal angesprochen. Menschen sind per se durch eigene Definition eh noch sterbliche Säugetiere. Du kannst doch eine vergängliche Erscheinung reden, immer das Überleben der Menschheit. Die Menschheit überlebt. Die lebt über den eigentlichen roten Leben. Zum Sohn werden heißt es.
Ist auch das im Film, ich weiß nicht, ob ihr den anschauen konntet, das Unterläuten. Noch nicht, na, aber wir haben es schon am Schirm. In Österreich prinzipiell weiß, die deutsche Mediathek anschauen könnt in Österreich. Ja, können wir. Ja, können wir. Also glaubt mir, es ist ein Genuss. Ich habe jetzt so viele Resonanzen gekriegt, die sagen, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich ganz hochwertiges Kino. Eigentlich oberflächlich betrachtet so ein typischer ZDF-Dreiteiler, aber der hat so viel Tiefe, weil du merkst, die Charaktere, wie die sich verändern, wie der Eigennutz ist. Darum habe ich gesagt, wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Aber jetzt kommt auch nochmal, wie gesagt, du lebst als Brösel eigentlich unter solchen Leuten. Dann habe ich doch das Meta gemacht. Wo es dann hast, in mitten unter ihnen. Mitten unter ihnen. Der Begriff Meta im Lateinischen, wenn du euch erinnert. Mhm. Mitten unter ihnen. Jetzt kann man das unter natürlich rot schreiben. Mhm. Weil wir drehen ja immer den Kegel, denk an den oberen und unteren Milchstein. Das habe ich ja angesprochen, ist eigentlich ein Kegel. Kegel ist schon wieder KGL wie eine Welle. Und da hat er dann Bilder reingestellt, eigentlich von dem Milchstein, der ursprünglich auch ein runder Kegel ist, mit der Spitze in der Mitte, der sich dann rumdreht. Kannst du es vorstellen, wenn ich jetzt einen Kegel hinsetze? Der sich, das sind manchmal oft also, Milchsteine, die aufeinander liegen, aber die ersten waren, dass das besser rollt. Ist eigentlich nur ein Kegel, der in der Mitte festgemacht ist und sich unter dem Milchstein dreht. Und dann hast du hier die Wellen. Wenn jetzt die Fourier-Transformation hat einer ein schönes Video reingestellt hier, das ist natürlich alles wieder ausgedacht, das sind Vorstellungen. Da ist der erste Ansatz, dass man hier diese Metaphern benötigt, um wirklich in die Mitte zu kommen. Du brauchst die Physik, du brauchst aber auch die ganzen Religionen, um die heilige Einheit zu begreifen. Da musst du momentan eingestehen, da reicht mein kleiner Arbeitsspeicher in keinster Weise aus, den du als Trockennasen dafür hast. Darum musst du jetzt auch vergesslich werden. Du musst es loslassen lernen. Alles, was ich traktiere, du kannst aber nicht loslassen, wenn du irgendein Feindbild bekämpfst. Das ist immer wieder, was du nur feststellst, sobald du irgendwie da ans Hingeschossen kriegst, dass irgendwas nicht passt, dann grübelt das grübelt und du beobachtest es und du merkst, wie hilflos du bist. Ich will es doch gar nicht denken. Verdammt nochmal, Gedanken geht weg. Sobald du was bekämpfst, dann hältst du das am Leben. Mein Kratzenbeispiel, wenn es juckt. Da kannst du kratzen, du kannst innehalten, sobald du an das Juxen denkst und du kratzt wieder. Es wird eigentlich immer schlimmer. Und es muss irgendwie ein Reizauslöser, ein Telefonklingeln da sein und dann juckt natürlich immer noch, wenn du das machst und dann ist irgendwer dran, wo du Freude hast, wo du schon lange oder wo du schockiert bist und du merkst ja nie, wenn sich was auflöst. Nee. Wenn dann nach einigen Wiederholungen im Hier und Jetzt dann wieder zurückdenkst, dann sagst du, boah, es war eigentlich in dem Moment weg, aber es ist schon wieder in dem Moment, denkst du es ja schon wieder. Das Prinzip muss man verstanden haben. Um was zu verneinen, Udo sagt, um was zu verneinen, musst du an das denken, was du verneinst. So viel zum Thema, für die sagen, es gibt keinen Gott. Erstens ist es eine einseitige Aussage, Kategorie 2. Ja. Ich sage, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Aber sobald du behauptest, dass es den nicht gibt, ist er doch. Ja. Das, was jetzt hier auch wieder zwei Seiten hat, das kann man jetzt lustig sehen, es ist einfach so. Mhm. Es ist einfach so. Ja. Und du kannst feststellen, dass das die Quelle all deiner Probleme ist, die sich ständig... Ja. Und da müssen wir da die Synthese finden auf der Unterebene. Da muss ich das einmal wissen, dass immer anfangen von unseren zwei Seiten, dass die gleich wichtig sind. Und dann wirst du irgendwann begreifen, dass das eigentlich 32 Seiten sind und die Vollkommenheit ist eben, dass immer alles gleich ist und zwar ohne Unterschied. Ich muss Unterschiede denken. Was ist der Unterschied als Ding an sich? Um lesen zu können, muss ein Unterschied sein zwischen dem Hintergrund, dem weißen Blatt Papier und den Schriftzeichen. Weiß geschriebene Name auf einem weißen Blatt Papier kannst du nicht lesen. In Ich bin du ganz am Anfang heißt es, wir brauchen zuerst einmal zwei ausgedachte Objekte. Das können zwei Nichtse sein. Also zwei Nichtdenkbare. Sobald wir die ausdenken, existieren sie ja. Das ist das All und das La. Alla. Oder das El, Le. Die Ele wird jetzt schon zu einem Maßstab, dann spannen wir schon was auf. Wo ich sage, ein Nicht. Da müssen zwei, selbst wenn wir das gar nicht definieren, und wir können zwei verschiedene Nichtsformen durchaus definieren, die natürlich nichts bleiben, das ist die absolute Implosion und die absolute Explosion. Aber beides sind zwei Seiten ein und desselben Dinges.
Ja. Das, die Implosion ist das Dreieck, die Dreieck, rot geschrieben, der geschlossene Spiegel. Die 1, ja. 4 in den 1, das sind die 4 Quadranten, weil schon der Einheitskreis ist ja schon auseinandergedacht, diese 4, zack, zack, müssen wir nach innen schmeißen. Und der Kreis drumherum, K3S, rot gedacht, ist ja eigentlich ein Unendlich-Eck. Das ist die Explosion. Die Explosion. Ist jetzt dabei? Ja, Wahnsinn. Der Kreis ist ja Unendlich-Eck. Ja. Das ist wieder die Leinwand, die aufgespannt ist. Das geistige Lichtfeld ist rot geschrieben, das ist dann so ein Gehirnlichtwerk und dann hast du unendlich viele Facetten. Merkt ihr, jetzt wird das Ganze, jetzt kann ich langsam anfangen, mit euch rudimentär zu sprechen. Das ist jetzt der Kleine, der sich umgedreht hat, der zum Krabbeln anfängt, der sich aufrichtet und jetzt kann ich langsam anfangen, dir die Vordersprache beizubringen. Wahnsinn. Und schuld dran bin ich, wenn ich in der Früh aufwache und mein Programm einschalte. Wenn er denkt, dann fährt das Programm Rode genau. Das schaltet sich als Gogo an. Das sind übrigens zwei Innere, wo wir gerade in Go haben wir gerade schon gehabt, den Gogo. Nomen ist Nomen, habe ich immer wieder darauf hingewiesen. Die Trixie ist Tri, sind drei, sind Chi, sind das Leben. Die Rei. Ist X. Ich denke mir eure Kombination, wenn ihr meint, dass ihr irgendeine Chance gehabt hättet, dass ihr euch nicht getroffen hättet in der Traumwelt, vergiss es. Vergiss es. Es ist seit Ewigkeiten von langer Hand in dem Konstruktprogramm alles schon vorbereitet. Ja. Es wird auch jedes Samenfädchen das Ei finden, wo es hin muss. Und alle Samenfädchen, die erst gar nicht suchen, können sich gar nicht raussuchen, Samenfädchen zu sein, die nicht suchen. Und die Samenfädchen, die nach meinem AI, nach dem Schöpfergott suchen, können sich nicht raussuchen, dass sie die Rolle spielen. In meiner Samenfädchen-Menschen-Metapher. Enosch, Menschen, sterbliche Menschen und sterbliche, vergängliche Samenfädchen sind nur zwei unterschiedliche Ebenen der Komplexität. Und ein Samenfädchen, ein menschliches Samenfädchen, ist eine Unterform, das nicht nach dem AI sucht, nach dem Schöpfergott sucht, nach dem Ei sucht, in der Frau. Jetzt ist ja Frau, der Frau gebogen. Heißt ja nochmal, das heißt ja eigentlich wilder Wille. Doppelt aufgespanntes Kind, das erwacht. Und das ist so also eine Sache, du musst das Ei finden und dann verschmelzen und dann kommst du auf die nächste höhere Ebene. Darum sage ich hier, die Erde, das erweckte Wissen, diese Erdkugel, das ist jetzt das neue weibliche Ei und du musst diese Gaia, wie man das auch nennt, du musst eins werden mit deinem erweckten Wissen. Und das erweckte Wissen sind ja die unendlich vielen Facetten, die du dir mit dem Wissen ausdenkst. Es sind doch deine Informationen, wenn ich es auch sehe, ganz einfach, gehe eine Stufe höher, mein Körper ist jetzt nicht diese eine Facette, die ich mir ausdenke, sondern meine ganze Traumwelt, alles, was ich denke, ist mein Körper. Das ganze Universum, wenn ich an das Universum denken sollte für einen Moment, egal, was ich mir um mich herum ausdenke, was ich mir genau genommen nur vor mich hinstelle, ist ein Einzig, ein Auftauchen und wieder zurückfahren, das bedeutet Universum. Rot geschrieben Uni, verbunden sein der Gott. Mit allem verbunden sein. Das Uni ist eigentlich nur ein anderes Wort für UB. Verbunden sei das Weisheit. Und du merkst jetzt, wie unendlich weit hier diese Vorstellungswelten von Materialisten weg ist. Materialisten sind geistlose Figuren. Und es sind, jeder religiöse Mensch ist ein Materialist. Schon aufgrund der Tatsache, dass jeder religiöse Mensch etwas ist, was du dir jetzt ausdenkst. Und das Wort Materie, Mater beginnt mit MT. Jetzt sind wir wieder bei Unterleuten. MT heißt Gestalt gewordene Erscheinung und das ist das hebräische Wort für Tod. Die Motiv. Und TOD ist schlichtweg und einfach auf Lateinisch, Lateinischen, so viele, dass die Toten ihre Toten begraben. Du merkst, die Sprache ist nicht aus unartikulierten Dierlauten entstanden, da ist im Hintergrund ein extrem göttliches arithmetisches System. Und du musst der sein, der das einfach nur akzeptiert. Du musst es nicht wissen, du kannst es noch nicht wissen, aber du kannst es akzeptieren mit diesen kleinen Beispielen und wenn du mal anfängst, das zu überprüfen, wirst du nur Beweise kriegen, dass es so ist. Und wenn du es ablehnst aufgrund deines Programms, bist du nur eine ausgedachte Figur und der wird dann feststellen mit diesem Programm, der Geist, der mit so einem Programm läuft, dass er immer mehr Beweise kriegt, dass es nicht so sein kann, weil deine Logik das ja ablehnt. Das ist immer wieder, wo ich sage, der Materialismus beweist sich ständig, dass er recht hat.
weil er eben nichts Unlogisches akzeptiert. Und wenn ich begreife, dass jede Logik, jedes Denksystem, das im Widerspruch zu einem anderen Denksystem steht, unvollkommen ist in Bezug auf Holo Feeling, aber ein wichtiger Parameter ist auf Bezug auf das heilige Ganze. Das ist der Schritt, den man gehen muss. Und ansonsten spielen wir unsere Rolle. Okay, jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Oder habt ihr sonst noch spezielle Fragen? Nein. Das ist immer wieder, wenn man anbeißt, Gogo, ich sage immer wieder, erinnere dich, wo wir bei Didonis im Sommergarten auf dem Balkon setzen. Das ist gerade jetzt auf dich, wo du sagst, wie du hörst mit großen Augen zu, wo wir das erste Mal eigentlich ein wenig näher gesprochen haben miteinander. Mhm. Und wo du dann das verstanden hast und sagst, du hörst mir zu und dann sagst du, ich habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt in mir. Kannst du dich erinnern? Und dann sage ich, wenn das in dir drin gewesen wäre, wäre ich in dir erst gar nicht aufgetaucht. Ja. Mhm. Was irgendwie alles ganz anders ist. Ja. Muss ich nicht Angst haben, wenn irgendwas Bewegendes auf in meinem eigenen Leben, dass eine Zerstörung, eine Auflösung ist, sondern du kannst dich so umprogrammieren, dass du sagst, boah, jetzt verändert sich endlich was. Ja. Und jetzt ist ein gewaltiger Umbruch. Alten Zustand am Leben zu halten. Du lässt erst einmal deine Rolle, machst das, was du in deiner Rolle, was dein Programm dir vorschreibt, aber immer beobachten und auch, was du dir damit einhandelst, weil du kommst nicht weiter. Und das vollkommen neu, musst du was opfern. Yes. Ich mache immer den Computerspeicher, der voll ist, und du kriegst was vollkommen Neues erst, wenn du das Alte rauslöscht. Da wirst du merken, wenn du mal in ein paar Jahre jetzt chronologisch gedacht älter wirst, dass du vergesslich wirst, ohne was zu vergessen. Das habe ich auch erklärt. Es geht nicht um die Wissenselemente, die in dir auftauchen, es geht um das Bewusstsein, das immer ist. Und Bewusstsein ist nicht irgendein Wissen. Es ist was Rotes, wie nichts und wie alles. Geist und wie Licht oder Energie rot geschrieben. Es sind nur verschiedene Worte für einen und denselben nicht denkbaren Zustand. Der dann in ausgedachter Form, wie meine Metaphern, dass ich sage, machen wir uns zu 200 Gramm rote Gnede, machen wir uns zu einem Computer, machen wir uns zu einem träumenden Geist. Das sind auch verschiedene Worte. Das musst du rot, da versuche ich nur das Phänomen dieses nicht denkbaren einen zu beschreiben. Wie der funktioniert. Und es ist verstehbar. Es ist mit Basic, mit deiner jetzigen Logik verstehbar, wenn du es verstehen willst. Das heißt definitiv, in deinem Ego, in deinem Programm muss Neugier sein. Ego ist erst einmal dein Schwamminhalt. Es muss dieser Parameter Neugier sein, und zwar der Neugier auf alles, was dir unlogisch erscheint. Wenn du das nicht in dir hast, bist du bloß ein KI. Du bist praktisch hier eine Facette in einem Videospiel, die da ist, dass du unterhalten wirst, dass du das durchschaust, ohne irgendeine Chance selber zu einem Spieler zu werden. Also zu einem Schöpfer einer neuen Welt. Ja. Darum sage ich gerade jetzt diese, wenn eine einseitig rechthaberisch sind, nicht sagen, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Wie siehst du das? Das widerspricht ja voll meiner Logik. Das ist der kleine Schlüssel. Du hörst was, das ist ja voll unlogisch. Das ist ja auch was dir böse, schlecht, gefährlich erscheint, das widerspricht deiner Logik, weil du ja nur Einseitigkeiten anstrebst. Du musst dich für das absolute Gegenteil davon, Gag ändern, interessieren, das doch mal interessieren, du musst dich öffnen dafür. Ich sage, mach dir all diese Sichtweisen zu eigen, alle. Und durch das Umdrehen, dieses 180-Grad-Drehen, wie ich das immer nenne, deiner bisherigen Meinung, einfach mal als Spiel, als Gedankenspiel, hast du die Möglichkeit, dass sich dann die andere Perspektive auch wirklich erschließt. Ja. So, damit sofort die Erkenntnis, hey, von hier aus gesehen ist ja das ein totaler Scheiß, was ich vorher geglaubt habe, als richtig angesehen habe. Und ich sage, es war aber trotzdem richtig, weil wir ja nicht einseitig sind. Und dann den Schwebezustand, wenn du hast, dass du das, was bisher nur richtig war, da steckt das Wort nur schon, das flackernde richtig mit drin. Ja. Aufgespannte Rechnung. Ich kann immer den Kehrwert bilden. Das ist der Kehrwert. Das ist das schöne Spiel, wenn du mit dem Kehrwert spielst, wenn ich immer wieder sage, 1-4er-Struktur, 1-4. 0,25. 1-5, 0,2. 1-3, der eine Spiegel, der sich durch einen anderen Spiegel teilt. Ich könnte jetzt sagen, der eine Spiegel, der sich durch drei Spiegel teilt. Geh rein und dann kriegst du hier 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Und du wirst jetzt merken, 09, 09, 09, 09, 09, was das ergibt. Nichts und die Spiegelung, nichts und die Spiegelung, nichts und die Spiegelung, nichts. Diese drei Metaphern. Ich sage, Schlüsselloch,
Der Code und Metaphern. Die Metaphern sind, sagst du mal, die Wellen, die Gedankenwellen. Mhm. Dann nächste Metapher, wo ich immer wieder bringe, Computermetapher. Diese kleinen Grunddinger musst du haben und erst wenn du die hast, macht es mit der Vordersprache einen Sinn. Dann kannst du alles, das setzt sich alles automatisch zusammen. Ihr merkt jetzt, ich spreche Sachen, wo einer wäre das. Ich könnte jetzt sagen, wenn sich jetzt das einer anhört, der die Grundlagen nicht hat, kann ich dir gleich sagen, das hört er erst gar nicht. Aber wir bleiben mal in diesem bewussten Gedanken und er sieht die Lächeln. Ich sage was, was überhaupt keinen Sinn ergibt für den Zuhörer. Der lächelt und ich lache. Ich sage, weil die das Prinzip haben, wie man sich glücklich macht auf ewig. Ja. Genau. Dass man sich an einen freuen kann. Drum immer auch, du kannst dich an einen Krimi, an einen Gruselfilm freuen. Ja. Sind doch Facetten von mir selber. Ja. Okay, haben wir sonst noch was? Gott sei Dank. Ja, nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sonst abschalten sollen. Ja, kann man machen, kein Problem.